Kitchener Norden liegt unsere Stadt, die starke Fußballspieler hat. In Garching spielt der VfR, für ihn schlagen Herzen immer mehr. Soll ich damit begrüßen zur kurzen Pressekonferenz nach dem Spiel Garching-Pullach in Schlenditzia, 2 Cent für Garching. Dann verstehen Herrn Schmeller vom SV Pullach. Ist ein bisschen angefressen, sieht man, aber trotzdem. Was sagen Sie zum Spiel? Schön, dass du auf meinem Gesicht lesen kannst. Erstmal grüß Gott. Ich denke, wir haben jetzt 2 großartige Fußballmannschaften gesehen mit einem großartigen Bayernligaspiel. Schade, dass der Schiedsrichter nicht das ganze Niveau von beiden Mannschaften hatte. Ist mir unverständlich, wie man so einen Elfmeter pfeifen kann in so einem Spitzenspiel, wo der Torwart vorher am Ball ist. Aber gut, haben wir hinzunehmen. Wir haben 5 Minuten leider die Ordnung komplett verloren im Spiel. In den 5 Minuten ist Garching zurückgekommen. Ja, nochmal, ich denke, wir haben ein großartiges Spiel gesehen. Kein Vorwurf an meine Mannschaft, die hier sensationell gut Fußball gespielt hat. Über große und weite Strecken das Spiel klar beherrscht hat. Mit ein bisschen Glück machen wir auch noch den Ausgleich in den letzten Minuten. Wie gesagt, wir hatten eine Phase von 5 bis 10 Minuten, wo wir die Konsequenz vermissen lassen haben. Nach vorne dann zu einfache Ballverluste hatten und dann ist gleich viel stärker geworden, dass sie Qualität vorne haben, das wissen wir. So, aber von meiner Seite ist auch nichts passiert. Nochmal Kompliment an meine Mannschaft, die großartigen Fußball gespielt hat. Danke. Ja, danke schön, Daniel. Wir haben heute gegen eine ganz starke Mannschaft gespielt und trotzdem haben wir 2-1 gewonnen. Bist du zufrieden? Ja, erstmal Dankeschön. Hallo zusammen. Zufrieden bin ich mit dem Ergebnis. Das ist das, was wir uns vorgestellt haben, zu Hause zu gewinnen gegen den direkten Konkurrenten. Wir mussten, nachdem dass wir 1-0 Führung gegangen sind, wir mussten den direkten Vergleich auch für uns entscheiden. Das heißt, dieses Unentschieden Vergleich im Schluss nichts gebracht, deswegen haben wir in der Halbzeit auch ganz klar gesagt, wir knüpfen nur noch was der Sieg gewinnt, weil ich denke, dass beide Mannschaften bis zum Schluss oben bleiben und dann entscheiden vielleicht so die Nuancen und dann haben wir Gott sei Dank mit dem Mute der Verzweiflung, muss man eigentlich sagen, weil das ist leider die schwächste erste Halbzeit, die wir seit langem gespielt haben. Wir haben überhaupt nie zu unserem Fußball gefunden. Pullach hat wahnsinnig gut defensiv gestanden, hat den Ball gut laufen lassen, ist gut vorne reingekommen, aber hat auch für ein Spitzenspiel natürlich wahnsinnig wenig Torschancen und geht dann, wie vorher schon gesagt, vielleicht entscheiden Kleinigkeiten in Standardsituationen, dann kommt halt diese Standards die machen sie halt überragend und dann gehen sie in Führung. Und wir sind ein bisschen gefrustet in der Halbzeit, dann haben wir gesagt, okay, wenn es fußballerisch heute nicht so gut klappt, dann packen wir ein bisschen was Rustikaleres aus, dann müssen wir ein bisschen länger spielen und ein Capo auf den Kopf suchen in den Zwischenräumen. Und dann, so wie der Frank sagt, glaube ich, kam genau die Phase, wo Pullach nicht ganz so sortiert war. Wir haben einen super Wechsel da gemacht, mit Olli vorne rein, der hat richtig Unordnung in die gegnerische Abwehr gebracht und dementsprechend war das, glaube ich, heute der Match. Ja, danke Daniel. Herr Schmeller, heute das 20. Spiel oder 19 Spiele nicht verloren. Ist natürlich schon bitter, dass man das eine Serie reißt. Natürlich heute bei dem Spitzenspiel. Jetzt dann stehen noch 7 Spiele aus. Wie schaut es da aus mit Pullach, die nächsten 7 Spiele? Naja, grundsätzlich sind wir jetzt ganz tief in der Krise drin. Wir haben ein Spiel unentschieden, ein Spiel verloren. Das werden wir aufarbeiten und werden analysieren und dann schauen wir mal. Ja, was, Entschuldigung, 20 Spiele in Folge jetzt oder weiß der Geier was, 19 Spiele ineinander umgeschlagen heute. Im Spitzenspiel auswärts verlierst du gegen eine starke Mannschaft. Das kann passieren, das ist absolut kein Beinbruch. Jetzt schauen wir mal, dass wir uns sortieren. Wir reden auch immer nur, das möchte ich auch mal betonen, wir reden immer nur Garching, Pullach, Heinstetten. Ich sehe noch viel, viel, viel stärkeren Konkurrenten aufkommen mit 1860 Rosenheim. Die da auch nur noch ganz wenig Punkte hinten liegen. Wir sollten das alle noch nicht, oder ich glaube, wir tun alle gut daran, das Rennen noch nicht als abgeschlossen zu beziehen oder zu sehen, weil, wie gesagt, da sind noch starke Mannschaften hinten dran, wir müssen noch nach Rosenheim, wird auch schwer, aber wenn wir dann eine Serie von 7 Spielen nochmal hinlegen, ist alles wieder gut. Wollen wir hoffen, oder? Okay, Daniel, bei uns steht ja das nächste schwere Spiel nächste Woche an, unser Amtsgegner. Sind wir schon abgestiegen, Roman Felden? Ja, leider muss man sagen, ist es wirklich so. Die Mannschaften, die haben uns in der Hinrunde böse Ergebnisse beigebracht und haben da war auch nicht unsere Leistung gebracht. Deswegen wollen wir jetzt einfach mit den 3 Siegen im Rücken vorwärts gucken und die schweren
Auswärtspartien einfach positiv angehen. Und ich glaube, mit dem Selbstvertrauen auch heute so ein Spiel nochmal zu drehen, glaube ich, sind wir gewappnet für die nächsten Wochen. Frank hat völlig recht. Rosenheim kommt wirklich auf, ist stark, auch war die Wohnung sehr stark hier zu Hause. Nichtsdestotrotz ist die Kulacher Mannschaft, glaube ich, doch so stark und auch abgeklärt, dass sie da nicht mehr viel zulässt, dass da noch viel Melanin vorbeikommt. Und wir müssen jetzt gucken, dass wir die Pole Position halten, weil ich habe unter der Woche schon gesagt, Relegation ist drauf geschissen. Also da habe ich auch gar keinen Fall Bock drauf. Und vielleicht, weiß ja nicht, wie 60 heute ausgegangen ist, aber haben verloren. Ja, genau. Auf die möchte ich nicht nochmal warten, dann ist wieder die ganze nächste Hinrunde am Arsch und da habe ich keinen Bock drauf, deswegen müssen wir unbedingt gucken, dass wir diesen ersten Platz halten. Okay, Dankeschön. SV Pullau, noch viel Glück für die restlichen Spiele und jetzt noch einen schönen Sonntagabend und Servus.